Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dark Souls Souls 2. 2. Hallo. Ja, wir sind wieder zurück und werden wieder Richtung Schloss von Dragon Lake gehen, wo wir hier, glaube ich, falsch sind. Und hier richtig. Ja. Ja, war vielleicht gar keine so gute Idee, hier alles zu verstärken. Jetzt sind wir nämlich tot. Ja, du brauchst nicht so ewig lang sterben, Alter. Aber naja, es ist ziemlich heftig. Ich dachte mir, was wir probieren könnten, wir könnten einfach durchrennen, weil mit so vielen schweren Gegnern, sie geben zwar halbwegs gut Seelen, aber das ist es mir ehrlich gesagt nicht wert. Außerdem weiß ich, wie man ins Schloss reinkommt. Und zwar, es ist ein relativ simpler Trick. Ein sehr simpler Trick, um genau zu sein. Und ich liebe sowas, wenn solche kleinen Rätsel auf uns Brennt das warten. Asketenfeuer eigentlich jetzt immer noch? Ja, das ist jetzt für immer. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel im New Game Plus bin, ist dieses Gebiet dann wie New Game Plus Plus. Also es ist immer eins zusätzlich. Dafür kann man eben solche Waffen aber schon sehr früh im Spiel bekommen. Also theoretisch müsste ich fast niemanden killen, um diese Heide-Großlanze zu bekommen, weil ich einfach hier reingehen könnte. Eigentlich kann man das alles sogar vor dem ersten Boss machen. Also ich weiß nicht, ob man das hier, weil man hier die Seelen braucht, vor einem Boss machen kann. Ich glaube eher nicht. Aber man kann dieses Gebiet eigentlich schon, also diese Dehnwache, die da vorne steht, kann man ohne einen einzigen Boss gemacht zu haben, auf Level New Game Plus haben. Und eigentlich auch auf Level, oh, New Game Plus Plus, weil es natürlich so ist, dass wenn du ein weiteres Asketenleuchtfeuer verbrennst, auch wieder ein Level höher geht. Also du kannst, wenn du drei Asketenleuchtfeuer verbrennst, das Leuchtfeuer auf New Game Plus 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 machen. Was ich ehrlich gesagt niemandem empfehlen würde, weil wenn du dann im New Game Plus 2 bist, ist es schon New Game Plus 5. Und das ist ziemlich scheiße. Ich glaube, man kann hier sich halbwegs gut verstecken. So, ich hoffe, die hitten nicht zu hart jetzt. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich glaube, der ist runtergefallen. Okay. Ey, Gegenstand. Geil. Königs Großschwert. Oh. Ist das was für uns? Ich könnte es mir eigentlich nicht vorstellen. Königs Großschwert hat viel Stärke-Requirement, aber auch guten Schaden. Wir brauchen definitiv irgendjemanden, der graue Brocken verkauft, und zwar auf Dauer. Aber egal, wir werden jetzt erstmal wieder mit den Mammuts kämpfen müssen. Und ich denke mir fast, dass wir dafür, wenn ich hier bei den Ringen schaue. Ja, der Ring ist wichtig. Ja, es sind eigentlich, wir können keine Ringe austauschen. Wir können den Ring des Bindens nicht einfach so jetzt reintun. Deshalb benutze ich ein Menschenbild. Okay. Und was ich mal gedacht habe, ist, eventuell sind die Mammuts, weil die ja ziemlich groß sind, auch ziemlich anfällig für solche Art von Angriffe. Also für Angriffe im Sinne von Frost, nicht Frost, Feuer und Blitz. Warum sage ich Frost, wenn ich Blitz meine? Es hat, egal. Ich bin einfach dumm. Okay. Uno. Blocken. So. Okay, die sind da überhaupt nicht anfällig gegen. Wollte ich schon. Er ging das schon. Ja. Jetzt komm.
einzeln sind die wirklich nicht schlimm. Oh ja, du hörst ja das. Nee, einzeln sind die nicht schlimm, komm näher. Ja, aber du hast ja das Dingfeuer, das Betenfeuer, da sind die auch stärker. Nee. Also, wir sind ja hier schon im Bereich Schloss von Drang Lake und dieses Feuer macht nur den Schrein des Winters stärker. Ach so. Also, ja, verstehe ich. Hier ist jetzt alles normal. Und was wir jetzt hier machen werden, ist, wir werden. Wir werden hier jetzt erstmal ein Das hasse ich, diese Staggerung, wenn man in den Kopf getroffen wird, weil man sich davor nicht schützen kann. Okay, das geht. So. Bitte. Ja. So, und das sollte jetzt funktionieren, siehst du? Nicht wir, sondern das Ding bekommt die Seele. Und jetzt bewegt es sich. Ich möchte es ehrlich gesagt zeigen, aber ich habe Angst, dass... Nee, ich glaube, jetzt verschwinden die. Ja, jetzt verschwinden alle außer den Bogenschützen. Ja, hinter dir ist einer. Okay, jetzt verschwinden alle außer den Bogenschützen und einen Typen. Aber jetzt spawnen nicht mehr so viele. Also spawnen jetzt überhaupt gar keine mehr. Weil jetzt das passiert. Ja. Das ist geil. Mhm. Das ist richtig Hammer. Seelenregen ist eigentlich völlig unnötig. Oder ist das das, was wir das letzte Mal ausprobiert haben? Ich habe keine Ahnung. Ja. Da oben ist ein Typ, den ich noch nicht anvisieren kann. Vielleicht ist er freundlich. Was steht hier? Vorsicht vor Phantom, okay. Das ist ein Phantom. Ich kann es nicht anvisieren. Ja, wer noch nicht da ist eigentlich. Ja. Heiliger, okay. Kann man mit dem reden? Doch, ja, tatsächlich. Who are you? And by whose permission do you stand before me? This castle is the domain of King Vendrick. Is your trespass intentional? His Highness. Where has he gone? Keine Ahnung. You are a guest of our castle. I am the Chancellor, Bellega. Do you seek an audience with my lord? Yeah. Vendrick? Unfortunately, His Highness is absent. My lord, the king has... The queen has taken him. Das hört sich irgendwie sehr komisch an. Ja. Okay. Er redet weiter. My lord made magnificent findings on souls. An accomplishment for the ages. He vanquished the four great ones and built this kingdom upon their souls. Our king has watched over this land since ages long, long ago. King Vendrick, we must fight back, or the giants will take Drang Lake. Eine kleine Spekulation bezüglich der Geschichte. Der hat gerade gesagt, dieser Kanzler Vellager, oder wie der sich vorgestellt hat, dass Vendrick die vier Großen besiegt hat. Und in Dark Souls mussten wir auch, also im ersten Teil, vier große Typen besiegen. Thieves, Gwyn, das Krauswesen von Izalith und Nito. Und es könnte sein, dass wenn wir das dunkle Ende in Dark Souls 1 nehmen, werden wir zu irgendeinem Fürsten der Untoten. Eventuell ist Vendrick der, den wir im ersten Teil gespielt haben. Und nachdem er Fürst wurde und Drang Lake erbaut hat,
ist das jetzt? Also, das könnte man vielleicht spekulieren, ich habe keine Ahnung. Es gibt Lore-Videos sicher dazu, aber ich habe mir eigentlich noch fast keine angeschaut. Aber reden wir noch einmal mit dem. The king had a dear queen, a woman of unparalleled beauty. Long ago, the queen came to us, alone, from a faraway land. She warned our lord of the looming threat across the seas, of the giants. The king crossed the ocean and defeated the giants with the queen at his side. Okay, mehr rede ich jetzt erstmal nicht mit ihm. Moment, ich schaue nochmal. Hat er noch was Neues zu sagen, vielleicht? The king commandeered their power and created the golems. With the golems, the king created this castle. To celebrate victory and to show his love, his gratitude to his queen. Okay, also die Golems da draußen sind also auch von Vendrick gemacht. Was steht denn hier? Bereit? Du, kurz gesagt, Visionen von Verzweiflung. Nein, bitte nicht, kein Duo. Nicht irgendwelche zwei Bosse gleichzeitig oder so. Wobei, er hat gesagt, dass wie heißt der König? Vendrick. Dass der nicht da ist. Also wir sind noch immer scheinbar kein wirklich großes Stück näher an dem Finden von dem Typen. Oh, geil, die Innenarchitektur dieses Ortes gefällt mir. Da ist ein Gegner. Shit. Nein, ich wollte nicht beide aggro ziehen. Sind die schnell oder stark oder was sind die? Sie können blocken, okay. Und sie können gut blocken. Die Tür ist angebracht. Shit! Vielleicht auch die Lanze zu nehmen. Nein, es wäre jetzt vielleicht angebracht, das hier zu machen und zu beten. Na, die gingen nicht drauf, ey. Was, glaube ich, wirklich angebracht wäre. Oh, shit. Ich hoffe, die sind nicht so schnell. What the fuck? Warum kommt irgendwas von draußen rein? Das ist doch Kacke. Vielleicht ist das aber gegen die Werf... wichtig, weil es kommt ja von oben. Ich habe Angst, dass hinter mir der zweite steht. Nee. Ah, aber ja, wir haben sie scheinbar. Das brauchst du mehrere Gegner, sonst die schwächen alle. Oh! Kacke. Ha! Okay, einer ist down. Wo ist der zweite? Syans oder Synas Stulpen. Okay, wo ist der zweite? Da wird da hinten stehen. Wo? Wo? Nein, da oben ist er sicher nicht. Das ist vielleicht doof. Ist der wieder zurückgegangen? Schaut so aus. Nee, wo ist der hin? Da ist er. Da ist er. Oder ist das ein anderer? Ich hoffe, das Nein, ist kein anderer. Nein, das ist der schon. Der hat, also, weil er... Okay, man kann sie aber halbwegs gut blocken und man kann sie backstabben. Für richtig viel Schaden, also... Okay, ein Klosteramulett. Was ich kurz mal machen werde, ist, ich werde uns hier in diese Hand auch mal einen Zauberstab geben. Wir haben ja hier noch einen anderen Stab, der alle mit Faith skalieren. Kann ich den überhaupt benutzen? Ich glaube nicht. Okay. Was ist das? Ne, Langbogen. Okay, für die Reparatur unserer Sachen ist es dann halt notwendig, dass wir den Stab switchen. Okay, so. Gut, gibt es da drüben auch so einen Pfad, ja? Und was steht hier? Wie ein Traum.
Trio voraus, übrigens rechts. Nee, ich gehe lieber in die Richtung, wo sowas nicht steht. Ja, das ist andere Säule, würde ich sagen. Ja, aber hier sind sie nicht so... Mist. Ich wollte lesen, was das bedeutet. Jetzt müsstest du anschleichen können. Ja, ich kann mich auch anschleichen. Backsteppen. Jetzt bist du nicht mehr abschleichen. Doch, siehst du, sie haben mich immer noch nicht bemerkt. Sie sind doof. Tada! Das ist eine elegante Lösung. Ich habe keine Ahnung, ob die verschwinden und das bedeutet, dass die nicht wiederkommen. Vorsicht vor Tür, okay. Kann man die aufmachen? Scheinbar nicht. Ah, so eine Tür kann man sicher nicht zerschlagen. Hier kann man auch nicht aufmachen. Kann man hier aufmachen? Shit. Komm. Aber bitte komm allein, Alter. Okay. Noch einer? Nein. Stand da gerade irgendwas von Trio oder habe ich mir das gerade eingebildet? Hm? Ich habe nichts gelesen. Ah, verdammt. Ja, du hast dich so schnell bewegt. Okay, zwei schwere Schläge machen den gar aus. Königs-Ghost-Schwert, eventuell ist das wirklich nicht so schlecht. Okay, es ist eine Leiter. Eventuell ist da unten ein Feuer, also ich schau mal. Ah, nein. Oder? Wenn die auf einmal anfangen zu leben, sind wir am Arsch. Ja, das sind zu viele. Ich sag da nichts dazu. Ja, aber vielleicht ist hier ein Feuer dahinter. Bitte lass da stehen, Leuchtfeuer. Sinnlos, deshalb Rückzug. Okay, eventuell eine unsichtbare Wand. Oder wirklich sinnlos und Rückzug. Okay. Wo bleibt denn so der Weg? Ja, Naja, jetzt. Ja gut, dann werden wir hier runtergehen. Ma, die sind nicht zum Aufwischen. Also meinst du? Die leben auch nicht. Meinst du, dass die nicht leben? Ja, es kann sein, wenn die Tür aufgeht, das Leben. Und genau deswegen, und weil die Zeit perfekt passt, werde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Dark Souls 2. Bis dahin, tschüss.